und willkommen bei Fittorial. In diesem Video geht es um 5 Fehler, die Sportanfänger häufig begehen. Der erste Fehler, über den wir reden, ist, dass viele mit einer Diät anfangen. Anstatt sich zu fragen, wie kann ich fitter werden? Und wenn man mit einer Diät direkt beginnt, hat man ja weniger Energie und wird dann nicht unbedingt fitter. Also von der Diät alleine kann man auch erstmal Muskelkraft verlieren und Muskeln verlieren und dann nimmt man zwar was ab, aber irgendwie auf dem falschen Weg. Und häufig ist es auch eine komplette Umstellung, also wirft den Körper auch erstmal völlig aus der Bahn. Es spricht ja nichts dagegen, kleine Veränderungen in der Ernährung herbeizuführen und so ein bisschen bewusster darüber nachzudenken, was man isst. Das kann ja auch zuträglich sein für die sportliche Betätigung, die man dann begonnen hat. Ja. Aber so ein Radikalprogramm ist eigentlich nie hilfreich, wenn man wirklich als Ziel hat, fitter zu werden. Fehler Nummer 2, den häufig vor allem Männer begehen, ist, mit viel zu hohen Gewichten sein Workout zu beginnen. Also vor allem vielleicht monatelang nichts gemacht und dann erstmal 80 Kilo auf die Hantelbank und dann mit, weiß ich nicht, Bankdrücken anfangen. Das ist eigentlich häufig der falsche Weg. Viel, viel besser ist es, vielleicht erstmal mit dem eigenen Körpergewicht zu arbeiten und nicht sofort Mr. Olympia nachzumachen. Also einen langsamen Start an den Tag legen ist häufig besser. Weil es dann auch nicht so lange anhält, dann kriegt man Gelenkprobleme vielleicht auf einmal und dann sagt man, irgendwie tut meine Schulter weh, Sport ist Mord. So, und dann ist es halt auch wieder vorbei. Ja. Fehler Nummer 3 ist häufig, sich falsche Ziele zu setzen. Also im Sinne von zum Beispiel, sich viel zu hohe utopische Ziele zu setzen. Dass man sagt, okay, ich will jetzt in 2 Wochen 20 Kilo abnehmen. Erstens, super ungesund, wenn man das wirklich schaffen sollte. Zweitens, häufig erreicht man so ein total übertriebenes Ziel nicht und das wiederum demotiviert. Also lieber ein kleines Ziel auf eine kurze Strecke irgendwie setzen und das schafft man dann auch und dann bleibt man eben auch dabei. Man kann sich auch ein großes Oberziel setzen und sagen, okay, in einem halben Jahr will ich da sein. Und das dann runterbrechen, wie komme ich da hin? Was mache ich jetzt diese Woche anders? Und was mache ich nächste Woche anders? Also so kleine Etappenziele setzen. Und ganz wichtig ist, dass die realistisch sind und dass die terminiert sind. Also dass man irgendwie einen Termin hat, wann mache ich das jetzt? Und nicht sagen, ja, ja, morgen fange ich an oder nächste Woche fange ich an. Am besten sofort. Und ja, dass die individuell, also auf einen angepasst sind und dass man nicht Ziele von jemand anderem übernimmt. Oder sich so sagt, ich möchte aussehen wie Person ja. XY. Ja, ihr seht genau. So aus, wie ihr ausseht und das ist auch verdammt gut so. Fehler Nummer 4 ist auch häufig, die falschen Übungen machen. Ich sehe zum Beispiel im Fitnessstudio ganz viele Leute, die möchten sich irgendwie verändern, möchten auch jetzt irgendwie der neue Bodybuilder sein und fangen zum Beispiel an mit konzentrierten Bizeps-Curls. Waren noch gar nicht auf dem Laufband, haben noch gar keine Ganzkörperübungen gemacht, aber arbeiten schon mal ganz konzentriert an ihrem Bizeps. Das ist meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach eigentlich die völlig falsche Herangehensweise. Man arbeitet wie überall eigentlich von grob zu fein, also erstmal den ganzen Körper trainieren, erstmal laufen gehen, ein bisschen grundsätzlich eigentlich immer den ganzen Körper involvieren, ja. Weil was man ja auch ganz oft sieht, ist dieses, ich möchte Bauchspeck verlieren, ja. Also fange ich an Bauchübungen zu machen, ja. Aber so funktioniert es nicht, du kannst nie ganz gezielt nur an einer Stelle Fett verlieren, das geht einfach nicht, du kannst die Muskeln aufbauen an einer Stelle. Aber trotzdem musst du immer den gesamten Körper trainieren, einfach schön den Stoffwechsel in Sprung bringen, die Muskelmasse einfach erhöhen, weil du dadurch den Grundumsatz wieder erhöhst. Mhm. Und dann gehst du auch wirklich in die Verbrennung. Ja. Dieses gezielte einzelne Muskeln aufbauen ist nur für ganz, ganz, ganz wenig Menschen eigentlich relevant. Für alle anderen ist es eigentlich viel, viel wichtiger, den gesamten Körper zu trainieren. Ja. Man macht das nur oft, dass man mit den kleinen Muskelgruppen anfängt, weil die einfacher sind, weil es nicht so anstrengend ist. Und dann flüchtet man sich in die Bizeps-Curls oder
weiß ich nicht. Obwohl man ja wirklich die großen Muskeln perfekt zum Warm-up nutzen kann. Ja, ja, weil genau. Wenn du einmal Beine hast und dann vielleicht noch den Rücken, dann hast du schon zwei super große Muskelgruppen abgedeckt und einmal alles in Wallung gebracht. Ja, aber das ist eben auch anstrengend. Also Kniebeugen, Kreuzheben, das sind halt sehr, sehr anstrengende Übungen. Und ja, als Anfänger will man die vielleicht vermeiden. Und der finale fünfte Fehler, den wir euch noch erzählen möchten, ist zu früh aufgeben. Was ganz viele auch machen ist, ich verändere jetzt alles Mögliche, ich habe das umgestellt und nach zwei Wochen möchten sie irgendwie Bilanz ziehen. Das ist häufig dann auch ein Grund, warum sie dann aufhören und sagen, ja, bringt ja irgendwie doch alles nichts. Auch hier, das mag vielleicht jetzt im ersten Moment wieder ein bisschen demotivierend klingen, aber ich habe selbst gemerkt, zum Beispiel bei meiner Knie-OP, also meinen 5 Knie-OPs und den ganzen atrophierten Muskeln im Oberschenkel, ich kann euch sagen, das hat immer etwa ein Jahr gedauert, bis ich wieder ungefähr die gleiche Kraft auf beiden Beinen hatte. Also man muss da wirklich anfangen, langfristig zu überlegen. Es ist ja auch oft, dass man am Anfang, du startest mit etwas, was du vorher nicht gemacht hast und du spürst sehr schnell Unterschied. Du siehst schneller Folge, es fühlt sich alles irgendwie anders an und dann kommt so diese Stagnation, wo erstmal so gar nichts mehr passiert. Und das ist ja auch der Moment, wo viele sagen, okay, wenn es jetzt nicht weitergeht, warum sollte ich das noch weiter durchziehen? Aber genau da kommt eigentlich der Punkt, wo man so ein bisschen beißen muss. Und das spielt ja mit den Zielen einher. Also das ist halt, deswegen müssen die Ziele auch motivierend sein, einen auch motivieren, die man sich setzt und da eben lange dranbleiben. Ja. Deswegen nicht aufgeben, Leute, und diese fünf Fehler nicht begehen, dann klappt das schon.